Hallo, heute geht es um die Integralfunktion. Diese Integralfunktion wird uns in Zukunft sehr weiterhelfen, wenn es um die Berechnung von Flächen unter der Funktion geht. Wir haben also eine Funktion f von x, was das für eine Funktion ist, sei jetzt mal dahingestellt. In den Grenzen von a bis b möchten wir dann die Fläche unter dem Funktionsgraphen berechnen. Das heißt, wir berechnen das Integral von a bis b von f von x dx. Und das ist, und den Beweis dazu, den machen wir an anderer Stelle, das ist die Stammfunktion von f von x in den Grenzen von a bis b. Und das wiederum ist f von b minus f von a. Wie gesagt, den Beweis dazu an anderer Stelle. Also groß f von x, das ist die Stammfunktion von f von x. Und wir haben hier zugrunde liegen den sogenannten Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, auch HDI abgekürzt. Jede Integralfunktion einer stetigen Funktion f ist eine Stammfunktion von f. Nochmal, wenn die eine Integralfunktion ist, dann ist sie eine Stammfunktion von f. Also kann ich eine Stammfunktion einsetzen, um das Integral zu berechnen. Und das ist hier unten nochmal in Zeichen geschrieben. Wir nehmen uns mal ein Beispiel her, dann wird das alles viel, viel deutlicher. Unsere Funktion sei f von x gleich x hoch 3 und gesucht ist das Integral von 1 bis 3 von f von x dx. Unsere Stammfunktion von f von x ist dann 1 Viertel mal x hoch 4. Wer mir das nicht glaubt, der kann einfach mal nachrechnen. F' von x ist gleich 4 mal 1 Viertel mal x hoch 3 und das ist x hoch 3. Insofern, wenn wir die Stammfunktion ableiten, muss ja unsere Funktion herauskommen. Das bedeutet, unser Integral von 1 bis 3 von x hoch 3 dx ist dann gleich nach dem Satz oben 1 Viertel x hoch 4 in den Grenzen von 1 bis 3 und das wiederum ist 1 Viertel 3 hoch 4 minus 1 Viertel 1 hoch 4. Das kann man relativ leicht ausrechnen. 81 Viertel minus 1 Viertel sind 80 Viertel, das ist 20. Ist also nicht so wahnsinnig schwer. Wie gesagt, der Beweis des Satzes an anderer Stelle. Jetzt eine Aufgabe für euch. Überlegt euch, weshalb der zusätzliche konstante Summand c in der Stammfunktion hier an dieser Stelle, wenn es um die Flächenberechnung dann geht, vernachlässigt werden kann. Nicht vernachlässigt werden kann er in den wichtigen unbestimmten Integralen. Da berechnen wir ja noch nicht die Flächen. Und weil dieses Integrieren nicht so einfach ist, ihr habt das gesehen, einige von euch wären bei x hoch 3 auf die Stammfunktion noch gekommen, aber nicht jeder kommt sofort auf die Stammfunktion, gibt es einige Integrale hier vorgeliefert. Diese Integrale stehen auch in eurer Formelsammlung und die dürft ihr benutzen. Also das Integral von einer Funktion x hoch n dx ist gleich 1 durch n plus 1 mal x hoch n plus 1. Wer das überprüfen will, der leitet einfach mal die Stammfunktion ab und schaut, ob dort auch mein Integral rauskommt. Das Integral von Sinus x dx ist minus Cosinus x plus c. Das unbestimmte Integral von f' von x durch f von x habe ich also so eine Funktion, wo die Stammfunktion im Zähler steht und die Funktion im Nenner, dann kann ich sagen, das ist ln des Betrages der Funktion plus c natürlich wieder. Das Integral von 1 durch x dx ist gleich ln Betrag von x plus c. Die Stammfunktion von Cosinus x ist Sinus x plus c, das müsste eigentlich eben geläufig sein. Und jetzt wird es interessant, die Stammfunktion von f' von x mal e hoch f von x. Das ist e hoch f von x plus c. Probiert's aus.
Das Integral e hoch x dx ist e hoch x plus c, ist logisch. Und das Integral ln x dx ist minus x plus x mal ln x plus c. Wir nehmen uns wieder ein Beispiel. Ich möchte jetzt kein unbestimmtes Integral, sondern ein bestimmtes Integral haben. Das Unbestimmte brauche ich dazu. Jetzt nehme ich das bestimmte Integral von in den Grenzen von 1 bis x von 2t dt. Ich brauche zunächst die Stammfunktion davon, das ist t Quadrat in den Grenzen von 1 bis x. Das bedeutet, ich setze einmal x für mein t ein und dann einmal 1, dass ich erhalte x Quadrat minus 1, f von b minus f von a. Das ist in diesem Fall mein Integral. Eins noch, was mir sehr, sehr wichtig ist, was immer wieder vergessen wird. Wenn ihr bestimmte Integrale, also Flächen, berechnet an einigen Stellen, dann müssen die Integrale immer an den Nullstellen zerlegt werden. Sonst werden eure Flächenberechnungen falsch. Ihr müsst dann nämlich immer entscheiden, nehmt ihr den positiven oder den negativen Wert dieser Fläche. Wir üben das alles im Unterricht noch ausreichend. Viel Spaß bis dahin!